Hallo und herzlich willkommen zu Angelikas Expert Talk, der Talk, wo ich Experten für dich unter die Lupe nehme. Und heute bei mir zu Gast ist die wundervolle Shelia Stevens. Herzlich willkommen, Shelia. Hallo Angelika, danke für die Einladung und hallo an alle, die gerade zusehen und zuhören. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Für alle, die heute dieses Interview anhören oder anschauen, kurz zur Intro, wer ist denn überhaupt mein heutiger Gast? Shelia ist Business-Mentorin und innere Weisheitsexpertin. Was das genau ist, was sie da genau macht, wie man auch so die Leichtigkeit in seinem Business holt, was überhaupt Wisdom Inside ist. Und ich habe ja selbst, wie ihr wisst, diesen Trust the Flow oder Trust Your Flow Modus, dass das alles auf sich hat und wie es uns hilft, unser Business aufzubauen und wie wir auch da die eigene Wahrnehmung schärfen können. Darüber sprechen wir heute und ich freue mich sehr. Wir fangen aber ganz an, einfach so wie ich immer gern möchte, mit deiner Geschichte einfach. Also wie deine Geschichte war, wo du herkommst, wie du zu der Business-Mentorin und inneren Weisheitsexpertin geworden bist, die heute hier im Interview ist. Magst du uns mal erzählen, ja, woher du kommst, wo du aufgewachsen bist, wie so dein beruflicher Werdegang bis zur Selbstständigkeit mal überhaupt war? Also bist du wirklich gesagt, du bist cut und jetzt geht's ab in die Selbstständigkeit, dann switchen wir dann rüber. Ja, sehr gerne. Also, ich bin die Shelia. Alle wollen wissen immer, wie spricht man das aus? Das ist wie die Tankstelle Shell mit Ja, S und Nein, Shelia. Das ist ganz einfach. Ich bin Amerikanerin. Ich bin mit 21 Jahren nach Deutschland gekommen, nachdem ich mich in einen ganz süßen deutschen Jungen verliebt habe. Und obwohl ich Mathematik und Pädagogik studiert habe auf dem Lehrgangsweg, bin ich nach Deutschland gekommen und alles hat sich verändert hier angekommen, weil ich wollte bleiben. Mein Mann wollte noch nicht heiraten, da war er noch nicht so weit und ich musste mich sponsoren lassen von einer Firma. Und zum Glück hatte sein Onkel eine PR-Agentur für den hochtechnologischen Bereich und hat mich angestellt als Marketing-Expertin. Der hat gesagt, Shelia, du hast Mathe studiert, wir wollen irgendwie das neue Internet kommt, das war 95. Und er hat mir einen riesen Schinken in die Hand gedrückt, nämlich ein HTML für Dummies. Und ich habe über die Weihnachtsferien, bevor der Job anfing, mich eingelesen und so bin ich in das digitale Marketing reingeschlittert in 95. Und ich habe fast 15 Jahre in Agenturen deutschlandweit gearbeitet als Konzeptionerin und als Strategin für große Marktführer wie Adidas und BMW und Jägermeister. Und ich bin in 2008 an einen Punkt gekommen, dass ich wusste, dass ich dort nicht weitermachen kann. Mein Bruder ist in 2007 in Afghanistan ums Leben gekommen. Und das war so ein entscheidender Moment für mich, wo ich drüben in Amerika war, auch bei seiner Beerdigung und wo ich einfach reflektiert hatte über mein Erwachsenenleben zurück. Der war nur 28, als er starb. Ich war 32, wo das passiert ist. Und ich habe einfach eindeutig gespürt, so wie ich es bisher gemacht habe, in diesem permanenten Leistungsdruck, Tag und Nacht arbeiten, kein Privatleben, dass ich das so nicht möchte. Und ich habe reflektiert, wie es weitergehen kann. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, wenn er nicht leben kann, dann will ich leben. Ich will richtig lebendig werden. Wie könnte dieser Weg sein? Und das hat mich in die Selbstständigkeit geführt. Erstmal zu einem Studienplatz für, es nennt sich ganz hochtrabend, Executive Management mit Schwerpunkt Wirtschaftscoaching and Training in Wien. Und habe 3 Jahre meinen Master gemacht für Coaching und irgendwann mal war ich fertig und dachte so, jetzt musst du aber dich für eine Zielgruppe entscheiden, jetzt musst du dich für eine Positionierung entscheiden. Und nach einem gewissen Weg habe ich mich darauf fokussiert, Solopreneurin und Einzelunternehmer, Coaches, Trainer, Berater, kreativen Menschen dabei zu unterstützen, ein Business aufzubauen, das sie lieben und von dem sie gut leben können. Und das mache ich schon seit in diesem Jahr 11 Jahren. 11 Jahre schon Wahnsinn. Ja. Also das ist, ich höre dir, ich kenne ja die Geschichte und trotzdem höre ich dir immer total gespannt zu, weil es immer auch irgendwie neue Facetten wieder hat. Ja. Und weil du ja von deiner ganzen Persönlichkeit jemand bist, wenn man dich von früher kennt,
der ja sehr marketingorientiert, sehr strategisch und so weiter gearbeitet hat, wahnsinnig viel Wissen dazu auch hatte und auch sehr erfolgreich sich damit auch was aufgebaut hat. Und die letzten Jahre hast du dann trotzdem nachher eben hingeschaut in eine andere Richtung. Ja. Deswegen, das ist ja auch, wo wir heute ein bisschen so Inner Wisdom, worüber wir heute auch reden. Ja. Etwas, was ich mir auch die letzten Wochen bei dir anschauen durfte und hineinspüren durfte, was das eigentlich mit einem macht. Und deswegen habe ich gesagt, Chile, wir müssen ein Interview machen. Es ist ganz was, es ist eine andere Art, sein Business auch aufzubauen und anzugehen und hinzuschauen, die viel mehr Leichtigkeit reinbringt. Magst du vielleicht kurz noch darüber reden, wie kam es denn dazu, dass du, oder woher kommen diese Lehre über Three Principles und Inner Wisdom und so weiter? Ja. Wie es überhaupt dazu kam, auch dass du dich damit so auseinandergesetzt hast und dass jetzt dein Business eigentlich auf diese Art sozusagen weiterführst? Ja, also mein persönlicher Weg, der auch den Weg vieler meiner Kunden auch widerspiegelt, war ein solcher, dass ich am Anfang von meinem geschäftlichen Aufbau, ich habe hier irgendwie ein bisschen Rückkopplung. Hörst du das, Angelika? Nein, bis jetzt passt bei mir okay. Was. Okay, also, sehr gut. Auf meinem Weg war ich am Anfang habe ich alles sehr aus dem Verstand herausgestaltet. Ich als Mathematikerin und Strategin, mein hauptsächlicher Aktionsmodus und Denkmodus war eins von kognitiven, analytischen, strategischen Denkweise. Und ich habe gedacht, das ist gut und richtig so, dass ein Business aufgebaut wird, indem man hohe Ziele setzt für seinen Umsatz und seinen Gewinn, dass man hart arbeitet und fleißig ist und da rausgeht und stark auf sich aufmerksam macht und immer mehr, wenn ein Ziel erreicht ist, ein neues Ziel setzt. Und irgendwann mal bin ich dann angekommen nach, keine Ahnung, wann habe ich das entdeckt? Lass mich mal zurückrechnen. 2 Jahre, also 6, 7 Jahre war ich unterwegs auf diese Art und Weise in meinem Business. Ich wurde zwar immer erfolgreicher, ich wurde immer mehr im Außen anerkannt. Ich bin auf Netzwerkevents und Kongresse gegangen, die Leute haben mich gekannt und all das. Und meine Umsätze sind stetig gewachsen, mein Gewinn ist stetig gewachsen. Aber ich war im Innen, ich habe mich nicht erfolgreich gefühlt. Und was ich damit meine ist, egal was ich erreicht habe, es war nicht genug. Ich bin der nächsten unsichtbaren Karotte hinterhergejagt. Ich bin schnell gerannt, irgendwie nach vorne, ohne zu wissen, warum renne ich so schnell die ganze Zeit. Und ich habe mich häufig einfach ausgelaugt und abgerackert gefühlt, uninspiriert von meinem Business. Und weil ich diese Inspiration in mir selber nicht mehr finden konnte, trotzdem das Gefühl habe, ich muss. Ich bin immer gerannt nach USA zu den besten, teuersten Top-Coaches und Gurus. Immer hoffend, dass wenn ich auf ihrem Event bin, dass die mich wieder hochpushen, dass die mich wieder motivieren. Und das ist auch geschehen. Aber dann bin ich immer zurückgekommen nach Deutschland, habe begonnen, in meinen Alltag wieder reinzugehen und relativ schnell war die Freude, die Motivation, die Inspiration wieder abgeflacht. Und ich habe oft Gedanken gehegt, aufzuhören. Ich bin heute häufig aufgewacht mit den Gedanken, ich bin für dieses Online-Business-Zeug nicht gemacht, ich bin zu sensibel, das ist alles so schwer. Und in 2014, spät 2014, Anfang 2015, habe ich ein komplett neues Verständnis vom Leben entdeckt mit dem Namen Three Principles über eine bisherige Mentorin, die ich hatte, der ursprünglichen Business. Und als ich begonnen habe, in diese Richtung zu schauen, habe ich komplett auf einmal gesehen, das Business ist nicht schwer. Das Business macht mich nicht gestresst und ausgelaugt, sondern meine Gedanken permanent um mich selbst kreisen. Wie mache ich mich? Meine permanente Gedankenstürme über mein Business und meine Selbstständigkeit, das macht mich gestresst und ausgelaugt. Und das habe ich von innen kreiert. Das war nicht von im Außen schuld. Und ich habe mich auf diesen neuen Weg gemacht, die letzten fast 5 Jahre, in Richtung dieses Inside-Out-Business, um meiner eigenen Weisheit zu folgen. Und seitdem ist mein Business leicht, es fließt, es inspiriert mich, es überrascht mich.
mein Leben ist lebendiger geworden. Ich habe Stress nicht empfunden seit über 3 Jahren. Es ist eine unglaubliche Ruhe einfach eingekehrt. Und ich gebe mein absolut Bestes, das an meine Kunden weiterzugeben. Und das muss man doch wirklich sagen, also diese Three Principles, das ist jetzt nicht so leicht erklärt, wie man sich das jetzt vorstellt, dass wir da jetzt so in die Tiefe gehen. Da würden wir füllen, aber vielleicht können wir es kurz anreißen, dass man einfach ein Verständnis hat, so ein Grundverständnis hat, was denn das, warum die Gedanken denn so eine Rolle spielen. Und ich habe da ja auch was an meinem Schreibtisch stehen. Es ist eine Schneekugel. Yes. Und ich weiß, dass du das sehr gut mir schon erklärt hast anhand der Schneekugel, was unsere 60.000 bis 80.000 Gedanken, die täglich aufpoppen, egal ob wir sie eben wollen oder nicht, was die eigentlich machen. Also magst du vielleicht dazu irgendwas sagen zu diesem Schneekugelprinzip? Das finde ich nämlich sehr, also einfach super gut, einfach verständlich. Ja, sehr, sehr gerne. Also dieser Schneekugel-Effekt, wie ich das nenne, ist einfach die Idee, eine Schneekugel ist eine spannende Erfahrung. Wir lieben das als Kinder. Manchmal ist ein Weihnachtsmotiv drin, manchmal die Stadt Wien oder andere Stadtmotive. Und wenn wir auf diesen Schneekugel gucken, so wie du es jetzt gerade hast, ist der Schnee nach unten gekommen. Alles ist klar. Ich habe Klarheit über den Weg nach vorne und vielleicht ist der Schneemann meine Verbindung mit meiner inneren Weisheit, einfach das Wissen um meinen nächsten Schritt. Und wenn wir die Schneekugel schütteln, ein bisschen, dann kommt der Schnee und das sind die Gedanken, die wir täglich haben. Und durch unsere Gedanken erleben wir Gefühle, also wenn wir was Positives denken, erleben wir ein positives Gefühl. Wenn wir was Negatives denken, erleben wir ein negatives Gefühl. Und an und für sich gehört der Schnee zu dieser gesamten Schneekugel-Erfahrung einfach dazu. Wir denken, das ist auch wunderbar so, weil das macht ein Leben voll Licht und Schatten, voll Lebendigkeit. Nur das Problem ist häufig, wie Angelika sagt, wir denken am Tag zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken, davon 70-80% eher negativ oder destruktive Gedanken, auf uns selber gerichtet gesehen, unsichere Gedanken, wie ich das so gerne nenne, Ängstlichkeit und so weiter. Und wir sehen diesen Schnee und wir glauben, dass dieser Schnee die Hauptshow ist bei der Schneekugel. Und wir fokussieren drauf und wir sagen, was bedeutet das über mich und was muss das im Nachgang heißen und was führt daraus? Und wir beginnen zu überdenken, zu überanalysieren. Die Angelika nennt das gern sehr denken. Ich glaube, das ist ein sehr österreichisches Wort. Und irgendwann mal verlieren wir uns in unseren Gedanken und wir sehen dann plötzlich dieses klare Wasser nicht mehr. Wir sehen diese innere Weisheit nicht mehr, weil auf einmal hat unsere Schneekugel das Hundertfache am Schnee drin und alles ist einfach bedeckt. Dazu sagt man auch häufig dieser Schleier der Gedanken. Und plötzlich lebe ich in einer Welt von Problemen, von Herausforderungen, von Gaps und von Anstrengungen und habe das Gefühl, ich habe meine Verbindung zu mir selbst verloren. Das ist dieser Schneekugel-Effekt. Also das finde ich sehr, sehr spannend, weil wenn man daran denkt, was dieser Schneekugel-Effekt macht, also wenn man sozusagen ununterbrochen diese Gedanken auch noch nähert oder wenn man alles zerdenkt, so wie ich es nachher sage, oder eben so in die Tiefe geht und nur denkt und im Denkmodus ist, das macht einen ja total eng und das ist ja das, was auch stresst. Und dann ist überhaupt kein Platz für neue Gedanken, für frische Gedanken, für Lösungen, für einfach Klarheit und Ruhe. Und das ist einem, glaube ich, nicht so bewusst. Es ist einem nicht bewusst, absolut, ja. Und ich möchte gerne noch darauf eingehen, weil jetzt sicher einige sich denken, ja, das ist dann schon klar mit den Gedanken. Gedanken sind super wichtig. Also in dem Sinn, natürlich, wenn wir negativ denken, dann einfach in positive Gedanken umformulieren und ich kann was manifestieren. Das finde ich auch spannend. Magst du da vielleicht noch was kurz dazu sagen? Also dieses Manifestieren, was ist denn da vielleicht der Unterschied? Oder was ist dieses Wisdom Inside? Ja. Was ist wieder Manifestieren? Weil das ist ja trotzdem, viele da draußen auch so Mindset-Experten reden von Manifestieren. Bringt das überhaupt was? Ist das jetzt kompletter Nonsens? Oder ist das einfach eine andere Theorie oder Weisheit, was auch immer?
Also ich würde ungern in direkt über Manifestierung sprechen, weil ich möchte niemand auf die Füße treten, die ihr Leben danach leben und da das ganz wichtig für sich finden. Stattdessen würde ich alle einladen, die sich damit beschäftigt haben, über eine neue Denkweise einfach mit mir einen Weg zu gehen. Und ich habe dir im Vorgespräch gesagt, Angelika, dass mir heute ein ganz tolles Bild gekommen ist, um das zu erklären. Und zwar, ich bin, wie ich am Anfang des Gesprächs erklärt habe, mit ganz jungen Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich war ein richtiges Landei. Ich bin auf einem sehr ländlichen Gebiet aufgewachsen. Es gab kaum Menschen. Es gab Kühe und Ziegen und eine Schule und mehr, viel nicht. Und ich bin das erste Mal in zum Beispiel die Großstadt London gekommen und habe gemerkt, oh, es gibt ein Tube-System, man kann unterhalb der Erdoberfläche herumfahren in der Stadt. Und wir sind immer weiter runter, diese Treppen, die gingen unglaublich weit nach unten. Und ich dachte, boah, was ist hier? Und ich habe einerseits Freude gehabt und einerseits war ich ängstlich. Und wir fuhren dann in eine Station und gingen irgendwo hin, zu Piccadilly Square meinetwegen. Und vielleicht warst du auch in London oder ähnlich in einer Großstadt. Und du steigst dort aus und es strömen Menschen aus der U-Bahn raus, aus der Tube. Und als Landei denkst du dir, oh Gott, finde ich meinen Weg nach oben? Gehe ich links, gehe ich rechts? Finde ich den richtigen Tunnel, wo ich irgendwie hochfinde? Ich habe Angst gehabt. Ich habe gedacht, klaut mir jemand meine Handtasche oder mein Geldbeutel? Ich habe alles eng bei mir gehalten als Landei. Und ich habe mich versucht, weil ich den Weg einfach nicht wusste, an allen anderen Menschen orientiert. Aber sie waren so wie ein Bienenschwarm in allen Richtungen, dass ich auch nicht mehr Schlauheit gewonnen habe daraus, wo ich hingehen soll. Und habe mich vielleicht oft geirrt. Und heute habe ich gedacht, das ist, wenn wir in dieser Schneekugel sind, wenn wir unser Business von außen nach innen aufbauen. Wir fühlen uns ständig unsicher, wir sind im Chaos von dieser Tube-Geschichte, wir versuchen uns an anderen zu orientieren. Und ich habe dann an eine Sache gedacht, die immer in der U-Bahn vorhanden ist, in jeder Stadt. Und zwar, vielleicht kennt ihr das auch, das ist ein Weg am Boden für die Menschen, die nicht sehen können. Und diese Menschen steigen aus, finden sofort, sie haken sich ein in diesen Faden und die blenden alles Chaos aus. Und weil sie nicht sehen können, müssen sie spüren, was ihr Weg nach vorne ist. Und sie spüren und folgen das einfach ganz entspannt und in Ruhe nach oben. Und das ist für mich dieser Weg der inneren Weisheit zu folgen. Ist es eine Innenschau? Ist es ein Hinspüren? Einfach mit meinem Stab, was ist der nächste Punkt? Was ist der nächste Punkt? Was ist der nächste Punkt? Und dieses entspannte im Fluss des Lebens unterwegs zu sein. Das ist ein schönes Sinnbild, ja. Also für das wäre ich gar nicht gekommen, siehst du? Das ist natürlich ganz ein toller Weg, sich eigentlich auch ja, zu orientieren. Ein ganz anderer Ansatz. Also dieser innere Flow, ich habe ja selber dieses Trust Your Flow, das ist etwas, was wir in dieser grellen, lauten Welt ja dann oft auch, finde ich, verlernen, auch hinzuhören oder ist ja ständig in dem Vergleichen und in dem Druck und viele, die jetzt sozusagen sich selbstständig gemacht haben, die kommen dann ja auch ganz schnell in ein Hamsterrad rein, ja. Was uns total stresst oder eng macht, wo wir immer Angst haben zu versagen, wo Fehler nicht gut genug, was ist der nächste Schritt, die To-Do-Liste scheint unendlich. Am liebsten hätte jeder so einen komplett klaren Plan von dem Projekt Vision bis zum Ende durch, damit man nur die Schritte abarbeitet. Und wenn man dann die Schritte abgearbeitet hat, dann ist man am Ziel. Also das zu begreifen, dass ein Unternehmergeist, hast du ja auch einen schönen Artikel dazu geschrieben, dieser Unternehmergeist eigentlich viel auch mit diesem Trust Your Flow, mit diesem Inneren, mit Wisdom Inside zu tun hat und ein stetiger Prozess eigentlich ist auch, auf den man sich auch verlassen darf. Und für mich war ganz wichtig auch die Erkenntnis, also jetzt nicht nur in dem unter Anführungszeichen Trust Your Flows, also jetzt warte einfach und sitz da und es wird schon irgendwas passieren und irgendwo kommt eine Weisheit her und dann weißt du, was zu tun ist. Also so funktioniert das natürlich auch nicht, sondern es ist eine Kombination aus Wissen,
das Wissen, dass man sich erholen mag, ob es jetzt Businesswissen und alles sein oder dass man auch schon hat, sich angeeignet hat, und diesem inneren Vertrauen, diesem Urvertrauen, einfach Klarheit und zu wissen, was der nächste Schritt ist und dass der auch richtig ist. Und wenn man einen Fehler macht, dass du ihn dann auch wieder korrigieren kannst und so weiter. Das ist Schritt für Schritt einfach. Absolut, dieses Schritt für Schritt. Ich sage manchmal dazu, es ist wie am Abend im Nebel fahren. Das klingt ganz unfantastisch, aber es ist fantastisch, weil du siehst vielleicht nur die nächsten Meter, aber du hast Vertrauen, dass die Straße nicht ausläuft, dass du nicht über eine Klippe drüber gehen wirst. Du kümmerst dich nur darum, was sind diese nächsten 5 Meter. Und das Verrückte ist, was ich entdeckt habe in den letzten 5 Jahren, Angelika, und du wirst das auch gespürt haben in deinem Trust-Flow-Prozess, ist, dass es ist wirklich überraschend immer wieder. Ich komme zum Ende dieser 50 Meter an und da ist etwas, was ich nicht wusste, was es gibt. Mhm. Und es ist größer als meine kleine Verstandsvorstellung jemals hätte sein können. Wir glauben, wir werden glücklich, wenn wir uns ein klares Ziel vor Augen haben und wenn wir das haben wollen und das angehen. Und was wir dabei versehen ist, wir sind mit einer viel machtvolleren Intelligenz verbunden hinter dem Leben, was mehr Fähigkeit hat, als unsere eigene Vorstellungskraft überhaupt mal erfassen kann. Und dieses Fahren bei Nebel bringt eine Frische, es bringt eine Spannung rein in das Business, so dass es nicht langweilig wird, dass man, es fühlt sich einfach lebendiger an, es ist eine andere Qualität. Es ist, glaube ich, für sehr viele, die gerade am Anfang vom Business stehen oder wo auch Einnahmen noch nicht so da sind und so weiter, ist es oft eben dieses, diese Angst, so wie du es jetzt nennst, fahren im Nebel oder sozusagen einfach noch nicht die nächsten 20 Schritte wissen und so weiter. Das ist, was vielen sozusagen Angst macht, diese Unwissenheit, weil es ja was Neues ist. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, umso länger du auch selbstständig bist, umso mehr kennst du auch diesen Fluss des Lebens, dass es Höhen und Tiefen gibt. Ja. Und umso mehr kommst du auch in dieses Vertrauen rein, dass, so wie du sagst, das ist eigentlich, wenn wir immer nur zumachen oder wenn wir alles so zerdenken und immer glauben, wir müssen alles wissen. Also das ist eigentlich das Gegenteil ja, was wir machen. Wir haben vor kurzem gesprochen und ich hatte selbst jetzt so einen Fall, wo ich mir gedacht habe, ah, das vom Logischen her, das sind nur diese und diese Schritte. Und trotzdem hat mich ständig irgendwas jetzt abgehalten, den nächsten Schritt dann zu tun oder einfach das zu entscheiden und so weiter. Ja. Und wie wir dann gesprochen haben, war es eigentlich auch klar, es ist gar nicht möglich für mich jetzt eine Entscheidung in dem Sinn zu treffen oder eine Lösung zu finden oder eine, die mit mir übereinstimmt mit meiner Wisdom Zeit, weil einfach nur sozusagen absolut das ist. Es ist absoluter Schneesturm. Es ist, und im Schneesturm eine Entscheidung zu treffen oder etwas zu tun, ist ganz schwierig. Es ist also, auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja. Und ich möchte, wenn es okay ist, haben wir noch Zeit, dass ich... Mach mal klar. Und zwar, ich möchte sagen, dass dieses nicht nur für das Business zutrifft. Und ich habe eine sehr, sehr liebe Kundin, mit der ich sehr viele Jahre gearbeitet habe. Die liebe ich abgöttisch. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, muss ich sie drücken und küssen. Und sie denkt sich, was hat denn die Shelley mit mir? Aber so liebe ich sie einfach. Und ich habe sie vor kurzem auf einem Netzwerkevent gesehen und auch abgeknutscht wieder. Und sie erzählte mir von einem Schmerz in ihrem Rücken. Sie dachte, sie hat einen Bandscheibenvorfall. Und dann habe ich die Nachricht diese Woche erhalten, dass sie nochmal zur Untersuchung gegangen ist. Und das war eine Metastase in ihrem Knochen. Und sie haben dann nach einem Tumor gesucht. Und sie hat festgestellt, dass sie Brustkrebs hat. Und sie war bei einem Workshop an dem Event, wo das ich heftigen gesundheitlichen Situationen. Genauso wie man ein Business aufbaut oder wenn man eine Krebsdiagnose hat, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wenn wir ehrlich sind, wir wissen nicht, ob sie heilt und lange Jahre lebt, ob es eine Fatalität gibt oder wie sagt man das auf Deutsch, ob das auf einen schlechten Weg geht. Das wissen wir nicht. Genauso, wenn wir ein Business aufbauen, wir wissen nicht, ob es gut geht oder ob es schlecht geht. Wir können aber jederzeit in uns spüren. Und das habe ich meiner Kundin mitgeteilt. Wir haben uns über Audionachricht eine ganze Nacht ausgetauscht. Und einfach dieses Vertrauen in dem
offensichtlichen nächsten Schritt. Das ist das, was wir immer klar haben. Und das war für sie so wichtig, weil wir können überwältigt sein, wenn wir im Unbekannten stehen, von all die Ängste. Und tatsächlich bei einer solchen Krankheit, natürlich bringt es tatsächliche körperliche Schmerzen und Unangenehmlichkeiten der Untersuchungen. Aber das Leid, was wir empfinden bei einer solchen Situation, sind die Ängste und das Unwissen über, wie das ausgeht. Und wenn man da lernt, in dem Unbekannten sich gemütlich und bequem zu machen, in dieses Vertrauen zu kommen, dann konzentriert man sich auf nur diese nächsten 50 Meter. Und das ist das, was, so wie du sagst, diese Three Principles oder die Idee dahinter oder diese Inner Wisdom bezieht sich ja eben nicht nur auf Business, sondern aufs ganze Leben. Und das, was du gesagt hast, diesen Stress, den du vorher empfunden hast, also obwohl du schon erfolgreich warst, das ist abgefallen von dir. Oder es ist sozusagen, wenn auch jetzt jeder von uns hat in seinem Leben Up und Downs, also Dinge, die dann aufpoppen, Kleinigkeiten oder auch große Sachen, die ihnen herausfordern, sei es gesundheitlich, sei es beziehungsmäßig, was auch immer, also oder businessmäßig, dass mal, weiß ich nicht, die Kunden nicht so kommen, wie man gerne hätte und so weiter. Also das ist ja der Fluss des Lebens. Das ist ganz normal. Also es gibt bei niemandem, in niemandem geht es nur so hoch. Also das ist ja auch ein Wissen, was wir haben. Das ist einfach so. Und aber auch in herausfordernden Situationen dann, so wie du sagst, einfach in der Ruhe und seiner Kraft, in seinem Urvertrauen zu bleiben, einfach zu wissen, okay, auch wenn mir nicht der ganze Plan bis was ich wann klar ist oder wie es weitergeht, aber den nächsten Schritt, da kann ich einfach Vertrauen drauf haben, dass ich den einfach sozusagen weiß. Absolut. Geführt werde. Absolut. Und wenn du jede Woche am Montag mit einem Menschen sprechen würdest und gemeinsam reflektieren würdest, was ist in der letzten Woche passiert, einfach nur diesen kleinen Schritten folgend, du würdest erstaunt sein, wie viel geschieht, wie viel durch dich ausgedrückt wird, wie viel du wusstest. Ja, es ist einfach erstaunlich. Ja. Und was ich noch erstaunlich finde, ist, dass es einen ganz starken Druck herausnimmt, auch in diese Leistungsfalle zu fallen. Also ich kann es jetzt nur von mir sagen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade haben meine Kinder, die haben immer wieder halt auch Tage frei und so weiter. Und dann habe ich mir früher oft gedacht, oh, wie schaffe ich das jetzt alles, wie kriege ich das unter? Und diese Angst, auch Zeit zu versäumen. Also jetzt auch wirklich, okay, diese und diese, aber es ist einfach viel mehr Gelassenheit rund um das Wissen, diese Inner Wisdom, das ist einfach, es ist in Ordnung. Dann spiele ich vielleicht mal 3 Stunden mit meinen Kindern oder gehe raus mit ihnen und dann ist, ja, dann steht halt einfach nachher das Nächste an und dann mache ich dann halt einfach nachher was oder am nächsten Tag. Also dieser permanente Druck, den sich ganz, ganz viele machen, dass alles immer sofort passieren muss und, das ist etwas, was, ja, was uns extremst eigentlich eng macht und hemmt und wo wir eigentlich noch viel weniger sozusagen umsetzen, was wir uns wünschen und sich ausdrücken kann durch uns, als wenn wir ohne diesen permanenten Druck eigentlich leben. Ja, absolut. Absolut, so ist das. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis. Und wir haben ganz oft in unserem Retreat darüber gesprochen, Angelika. Diese 3 Principles und dieses Verständnis des Lebens, wo du vielleicht als Zuhörer einen Blick bekommen hast heute. Und vielleicht haben wir das nicht genau erklärt, aber du hast vielleicht ein Gefühl ein bisschen bekommen. Das ist kein Rezept fürs Leben. Das heißt nicht, sei weniger in deinen Gedanken gefangen, hab weniger Schnee in deine Schneekugel, sei mehr verbunden mit deiner Weisheit. Das ist es nicht. Es ist nur hinzuschauen und zu gucken, wenn ich meinem Weg ruhig folge, entfalten sich die Dinge ruhiger und entspannter und leichter. Und wenn ich stattdessen in London wie ein Landei im Außen fokussiert bin, in meinen inneren Ängsten verbunden, dann wird sich das schwerer anfühlen. Und einfach nur zu bemerken, die Wahrnehmung zu bleiben, bin ich hier oder bin ich dort, ohne den Anspruch zu haben, ich muss lieber da sein, weil das ist auch nur Schnee. Die Idee, es müsste anders sein, wir müssten besser sein, wir müssen leiser im Innen sein, als wir sind. Wir sind Menschen und wir sind manchmal leiser, wir sind manchmal turbulent und Chaos. Und dieses Bewusstsein ist das Entscheidende, weil alleine dadurch, dass man sich bewusster wird,
beginnt der Schnee einfach nach unten zu setteln und die Dinge fühlen sich klarer an. Ja, also es geht, finde ich, das, was eigentlich das, die Grundaussage, finde ich, ganz steckt, ist, ist auch diese Wahrnehmung oder was man eigentlich mitnehmen kann, ist jetzt so, wie du sagst, es ist kein Rezept für alles und deswegen stürmt und schneit es nicht mehr in den Gedanken, sondern es ist eigentlich die Wahrnehmung schärfen. Die Wahrnehmung schärfen und sich bewusst sein, was gerade einfach passiert. Und dann dadurch automatisch, finde ich, indem man in das Bewusstsein geht und einfach gerade weiß, okay, boah, da stürmt es ganz schön gerade bei mir und eigentlich macht mich das enger und nicht weiter. Allein ist das Bewusstsein, so wie du sagst, bringt die Gedanken dann oft schon so wieder runter, dass ich schon für den nächsten Schritt wieder klarer sehe. Absolut. Ja. Und wenn du mich fragen würdest, was ist meine wichtigste Verantwortung in meinem Business, was ist meine Kernaufgabe und oder deine, ich würde sagen, dieses Bewusstsein zu pflegen und zu hegen und zu kultivieren. Das ist meine wichtigste Aufgabe, bevor alles andere, was ich tue, wichtiger als die Teamführung, wichtiger als die Kundengewinnung, wichtiger als die Auslieferung meines Coachings, weil das ist der Ort von dort weg, wenn ich in diesem Bewusstsein kultiviere, das wirkt sich positiv und auf alle anderen Bereiche aus. Ja, das ist dieses Inside Out. Inside Out. Ja, wunderbar. Ja, meine Lieben, also, wenn wir euch jetzt neugierig gemacht haben, weil ich denke, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich werde auf jeden Fall Shelia ihre Seite hier drunter verlinken. Sie hat ja auch ein tolles neues Programm. Ich weiß ja gar nicht, ob ich schon was drüber verraten darf, aber egal, ihr seht es auf jeden Fall auf. Ja, es ist online veröffentlicht, das Wisdom Inside Programm. Super. Weil eine Zeit lang war es noch alles top secret und ich habe jetzt schon gewartet drauf, habe mir gedacht, okay, das ist so ein wunderbarer Ansatz, einfach auch der gehört nach draußen getragen. Und ich freue mich sehr. Also ich verlinke auf jeden Fall Shelias Webseite hier drunter und ich sage herzlichen Dank, dass du das hier mit uns geteilt hast, mit mir auch geteilt hast schon im Vorhinein. Und allen anderen euch einen wunderschönen Tag. Schönen Tag, danke für das schöne Gespräch, Angelika. Sehr gerne.